Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich glaub's ja kaum. Willkommen bei Live Talk Nummer 9 auf Randa's Place. Begrüße euch alle ganz herzlich. Hier ist ja richtig was los heute Abend. Ihr könnt trotzdem noch mal so auf die Glocke, auf das Like, auf die Herzchen. Gebt mal so richtig Stoff, dass hier der Algorithmus anschlägt. Ich hoffe, ihr habt schöne Osterfeiertage verbracht, auch wenn das Wetter nicht so sonderlich war dieses Mal. Aber ja, was soll man machen? Es gibt ja auch zu Hause schöne Dinge, die man tun kann. Und wir haben hier schon einen Haufen Spaß gehabt. Ich habe einen sehr netten alten Kollegen und Gast heute Abend hier. Und das wird garantiert sehr kurzweilig. Deshalb wollen wir nicht so viel Zeit verbraten am Anfang, sonst überziehen wir hier maßlos. Ich sage erstmal Hallo an die Michaela, an den Steffen, an die Karin, an den Philipp. Wunderbar, hier ist richtig was los. Schönen guten Abend. Ja, wen habe ich heute Abend da? Wir machen es nicht groß spannend, ich habe es ja schon so ein bisschen angekündigt. Es ist ein YouTube-Veteran der ersten Stunde. Er ist Gitarrenmagier, er ist Komponist, er ist Mastering-Engineer. Und ja, der Zettel wäre lang, wenn ich jetzt noch so weitermache. Und ich begrüße ihn jetzt ganz einfach mal standesgemäß mit seinem Intro. Ja, und ich würde sagen, welcome to another round, Mike Byrne. Hallo Mike. Hallo Stefan. Wunderbar. Ja, wir haben uns schon ein bisschen warm gequatscht hier. Ja. Wie geht's dir, Mike? Gut. Ich sehe hier im Studio, wie immer, gerade am Schaffen und Stimmung ist gut. Er rostet. Ich dachte mir mal, ja, das ist da mal so mein Arbeitsplatz, den die Leute sonst nicht sehen, wenn ich immer nur mit den Gitarrenprügeln da in der Hand bin. Hier ist auch ein Keyboard, Stefan, ich mache dir Konkurrenz. Ja, wir können das richtig groß machen nochmal. Jawohl, nochmal, gerne. Da werden wir nachher noch drauf zu sprechen kommen, auf jeden Fall. Ja, Mike. Vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Ja, ja, ich freue mich total, dass du da bist. Lange gewartet, dass das mal klappt. An so einem trüben Frühlingstag, wir haben heute auch gelernt, so Wettervorsage sieht ganz schlecht aus. Der ganze April soll so bleiben. Ja, das ist... April, der macht, was er will. Das ist ideale Zeit für Arbeit im Studio. Mike, wie gesagt, heute wird es schwierig. Wo anfangen? Und wenn es so schwierig ist, einen Einstieg zu finden, machen wir das jetzt ganz einfach mal unabhängig von allem, was wir heute ja so auf dem Zettel stehen haben. Wie hat es bei dir mit dem Gitarrespielen angefangen, beziehungsweise was war zuerst da, Studio oder das Instrument? Zuerst war der Mike da. Und der Mike, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass diese Frage kommt, aber Moment, muss mich kurz sortieren. Also zuerst war der Mike da. Da gab es aber noch einen anderen Mike. Das ist der Mike Debus. Einige, die jetzt vielleicht zugucken, werden ihn kennen, mit dem ich bis heute Musik mache. Ja, und der hat mich letztendlich angestiftet. Und das ist schon ziemlich lange her. Das muss gewesen sein. 1978, da war ich so 77, 78, mit 12 Jahren. Weil da hatte er eine Gitarre. Und das war das Ding schlechthin. Und wir wohnten im selben Haus. Und ich habe mich dann immer natürlich mit ihm zusammen hingesetzt und wollte auch die Gitarre spielen. Da kam mir natürlich als Kind ja schnell auf die Idee, dass das nichts wird mit nur einer Gitarre, also ich auch eine Gitarre brauche. Also die Parole hieß dann sofort, der andere Mike braucht auch eine Gitarre. Das war aber gar nicht so einfach, weil meine Eltern, die ich über alles liebe und verehre,
Aber meine Eltern, die hatten damals andere Pläne mit dem Mike. Der sollte studieren, der sollte Rechtsanwalt werden am besten oder vielleicht bei der Lufthansa arbeiten oder so. Mit anderen Worten, es war nicht so angesagt. Also die waren jetzt da, als ich dann kam und sagte, ich bräuchte mal eine Gitarre, liebe Eltern. Kam da sofort, das ist jetzt nicht angesagt und so weiter. Also um das da jetzt nicht zu lang zu machen, es war dann, wie so oft, meine Oma, die mir kurze Zeit später heimlich damals, hat sie mich eingeladen in ihr Auto und dann sind wir auf die München, weil ich jetzt, also schön, dass die Frage stellt, habe ich lange nicht mehr drüber nachgedacht, sind wir auf die Münchner Straße. Da gab es ein Musikgeschäft, allerdings erinnere ich mich nicht mehr an den Namen. Und da hat sie mir die erste Gitarre gekauft. War natürlich keine teure Gitarre, also einfach eine Konzertgitarre. Ja, und so fing das an. Und von diesem Tag an bin ich dann immer bei meinen Eltern aus der Haustür, habe die Gitarre bei dem anderen Mike, der im Erdgeschoss wohnt, geparkt und habe immer gesagt, ich gehe zum Mike lernen. Die dachten natürlich für die Schule, ich habe was anderes gemacht. Soweit die Geschichte. Okay, ja, spannend. Und ja, heute wissen wir ja, machst du ganz viel mit Gitarren. Du machst aber auch ganz viel im Studio, wo du auch gerade sitzt. Wie hat es damit angefangen? Kam das mit dem Gedanken, jetzt muss ich mal alles, was ich so auf der Gitarre spiele, aufnehmen? Oder hat das andere Ursprünge gehabt? Das hat andere Ursprünge gehabt. Das war nämlich auch schon damals, also ich war dann 13, keine 14. Da hat wieder der andere Mike, der also Bassist, heute ist ein sehr guter Bassist, der hatte ein altes Uhertonband. Die kennst du bestimmt, die mit dem magischen Auge, mit diesem grünen magischen Auge. Das allein schon war faszinierend. Da drehten sich so zwei Dinger und dann dieses grüne magische Auge. Und da haben wir dann mit diesen alten DIN-Kabeladaptern, ne, die fünfpoligen, mit irgendwelchen absurden Kabelverbastelungen, haben wir dann angefangen mit irgendwelchen Flohmarktmikrofonen, unsere Ergüsse dort auf Tonband aufzunehmen. Naja, und später... Ein paar Jahre später kam dann das erste, das war ja damals diese Zeit, frühe 80er, wo diese Fostex 4-Track-Maschinen rauskamen. X15 hieß das, glaube ich, oder X5, komme ich jetzt täuschen. Und ja, da haben wir uns nächtelang eingegraben und haben da irgendwelche musikalischen Theoreme auf die vier Spuren produziert. Das war doch immer dieses Prinzip mit dem Ping-Pong-Bouncen. Also du konntest immer nur zwei Kanäle aufnehmen. Um zwei andere Kanäle aufzunehmen, musstest du das erst vorher auf eine Monospur bouncen. Naja, so kam ich ganz früh letztendlich ja mit dem Gedanken der Tonaufnahme in Kontakt. Unzählige Nächte. Also es wird ja bei dir, glaube ich, auch nicht anders gewesen. Naja gut, oder? Du bist ja so aus der Zeit, das hatten wir ja jetzt auch schon ein paar Mal so zur Sprache bei anderen Gästen. Du hast die Zeit ja noch miterlebt, ja, als so Harddisks. Ja, ich war alt. Noch ja, etwas ja. Schwäche waren auf der Brust, ja, also alles, was man heute so kennt aus der Tonproduktion mit, ja, was weiß ich, paar hundert Spuren, das war damals mit 8 Spuren noch sehr kritisch, kann ich mich erinnern, ja, also dass 8 Spuren mit Audio wirklich stabil liefen, das war Ende der 90er Jahre noch ein sehr gut konfigurierter Computer, der nicht so einfach zu kriegen war, das weiß ich auch noch. Gab es diese Multitracker? Meine Ursprünge liegen ja natürlich noch viel tiefer. Also später dann nach diesem X15, wie gesagt, bin mir jetzt nicht sicher mit dem Namen, ich bin den nicht so festnagelt. Irgendwann, ich war dann in den 20ern, also 20 oder 21, da kam das erste 8-Spur-Tonband, auch ein Fostex. Und da wurde es dann immer professioneller und da fing das ja auch so langsam mit Band an. Und man hat ja auch Freunde gehabt. Ich habe einen sehr guten Freund bis heute, der hat unsere erste richtige professionelle Aufnahme im Übungsraum gemacht. Damals legendär im Jutze Eschborn. Das waren die Anfänge meiner Bandaktivität. Zusammen mit dem Jaro, den kennst du ja auch, der heute der Drummer von meiner Band ist. Also was heißt heute der Drummer ist? Seit Urzeiten Drummer ist. Mit dem Willy Bob am Keyboard und eben dem Mike Devos, das ist alles unfassbar lang her, also ganz frühe 80er, 81 oder was, haben wir da angefangen, Riesenkrach veranstaltet und andere Leute haben uns aufgenommen. Und ja, später wuchs dann der Wunsch natürlich, wie das bei jedem Musiker ist, der irgendwo so seinen Krach veranstaltet, das dann auch mal selbst zu machen und dann mal ein bisschen dran rumzumixen und naja,
So kam immer eins zum anderen. Und ganz wichtig, es war damals die Zeit, das habe ich ja nun auch wirklich, also wirklich vom allerersten Tag, ohne es gewollt zu haben, mitgemacht. Dann kam der Tag Commodore C64 und die berühmte Lengeling Sequencing Software. Mhm. Da gab es nur, wenn ich mich recht entsinne, nur vier Quantizing-Stufen. Ganze Noten, halbe Noten, Viertelnoten, Achtel. Mehr gab es da nicht, gab es noch nicht mal Sechzehntel. Und die ersten MIDI-Keyboards kamen und mit dem Commodore C64 und der Sequencing-Software, naja, da wurde dann das erste Keyboard, das unser Willi in den Übungsraum reingeschleppt hat, dann sofort MIDI konnektiert und dann ging es los. Ne? Digi-ding, 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 digi-ding. Ja, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also ich nehme an, hier sind so einige Zuschauer bestimmt dabei, die mit Quantizing überhaupt nicht so viel anfangen können. Also ja, wenn man nicht so ganz im Rhythmus spielt, dann kann man das vom Rechner ein bisschen gerade biegen können lassen. Und ja, das war damals alles noch so sehr in den Kinderschuhen. Ich glaube, da gab es auch überhaupt noch kein Human Feel oder sowas. Das war dann wirklich so richtig knallhart. Man muss es einfach richtig spielen. Oder man muss es einfach richtig spielen. Man muss es einfach richtig spielen. Hat geholfen, wenn ich so rückblicke. Ja. Weil, wenn du das gerade schon erwähnt hast, weil das ist so ein Trend im Moment, also wo in Gitarristenkreisen auch viel drüber diskutiert wird, das Quantizing bei Gitarren, das hat ja also Ausmaße angenommen mittlerweile. Also wo die Gitarren einfach nicht mehr organisch eingespielt werden. Also ich meine, dass man jetzt mal die Strophe getrennt vom Refrain einspielt, das ist normal. Oder dass man jetzt das Solo explizit einspielt und nicht von Anfang bis zum Ende, die Aufnahme von Anfang bis zum Ende durch. Aber mittlerweile werden Gitarren genauso gestückelt und geschnitten, also nicht bei mir, aber in den Major-Produktionen, so gestückelt und geschnitten und auf die Mikrosekunde genau künstlich korrigiert, so ähnlich wie mit dem Autotuning bei der Stimme, dass es nicht mehr feierlich ist. Und da ist halt das Problem, dass sich dadurch die Hörgewohnheiten, gerade jüngerer Gitarristen, und sehr verändern. Weil ich sage immer better than live dazu. Also sie werden mit etwas konfrontiert, was nur noch von einer Maschine präsentiert wird. Absolut korrekt getimed, absolut keine Schwankung drin. Und ja, da geht natürlich aus meiner Sicht und auch aus der Sicht vieler anderer Gitarristen ganz, ganz viel verloren, was die Faszination des Instruments Gitarre ausmacht. Es sind ja gerade diese falschen Töne, diese Zufälle, diese Pinch Notes, dieses, ne, alles, was so aus der Stromgitarre rauskommen kann, alles, was so quietscht und so weiter. Ja, ja. Das macht es ja gerade aus. Das ist sehr gut, dass du das sagst, gerade weil ich würde es gerade jetzt mal so aufgreifen, weil das ja auch so mit den Punkten so ein bisschen zu tun hat, wo wir dann später noch drauf kommen. Also generell ist ja heute im Studio sehr viel ausgebügelt. Ja? Also es betrifft nicht nur Gitarren, die also ganz clean gemacht werden, wo irgendwelche Nebengeräusche dann weggefiltert werden, sondern die wenigsten wissen wahrscheinlich auch, dass auch bei Gesangsstimmen, ja, also kaum bei heutigen Produktionen der Gesang wirklich noch naturbelassen ist, sondern der wird in der Tonhöhe gerade gebogen. Es werden die Atemgeräusche und die S-Geräusche sehr häufig halt sehr automatisch, also mit entsprechenden Plugins halt entfernt. Und wenn das halt mit wenig Liebe gemacht ist, dann hört man das halt. Manchmal ist es erwünscht, aber da, wo es nicht erwünscht ist, zieht sich halt so durch die ganze Musiklandschaft. Was hältst du denn von diesen Klang-Gerade-Bügel-Plugins? Jetzt Pitch Correction und diese ganzen Geschichten? Naja, die haben natürlich schon ihre Berechtigung, weil es passieren ja auch, also erstens mal kann man sowas immer kreativ anwenden. Cher war ja eine von der, also die Sängerin Cher, die amerikanische Sängerin, das war ja eine der ersten, die es ja tatsächlich kreativ angewandt hat, wobei ich jetzt davon ausgehe, dass nicht ihr selbst das eingefallen ist, sondern dass das eine dieser berühmten Unfälle im Studio war. Also ich weiß es ja nicht konkret, aber ich stelle mir das doch stark so vor, dass mein Stuhl knarzt. ich denke mal, da wird der Tonmann, ein Toningenieur oder bei solchen Produktionen, wo also, ich sag mal, oder wenn wir jetzt heute an Miley Cyrus denken oder Dua Lipa, das sind ja nicht, das ist ja nicht ein Toningenieur, das sind ja nicht zwei, das sind ja vier. Bei manchen sind es acht. Auf jeden Fall
der Toningenieur damals, der wird sicherlich einfach mal so die Extremeinstellung angewählt haben, nur so aus Gag. Und dann hat er sich gesagt, mei, das klingt doch gut. Und so ist dieser übertriebene Autotuning-Effekt ja modern geworden. Ja, du sprichst, ich muss das vielleicht noch so mal ein bisschen übersetzen, also der ein oder andere, der weiß das wahrscheinlich, worum es geht, also ich nehme an, du sprichst von Belief, ne? von Cher damals, also dieser Effekt, wo die Stimme halt so richtig auf die geraden Töne rutscht, was ja eigentlich Cher so soundmäßig geprägt hat mit dem Song, haben dann ganz viele dann auch eingesetzt, diesen Effekt, und heute ist es halt gängiges Stilmittel. Heute ist es, also gerade in Amerika, also bei amerikanischen Produktionen, gibt es eigentlich fast gar nichts mehr ohne Autotune. Also nichts, was von Majors kommt. Aber ich habe eigentlich so diese Einsatzwege gemeint von dem Plugin, wo man es jetzt eigentlich nicht explizit hören soll. Also man versucht ja, den Sound immer perfekter zu machen. Und, genau, lass mich dich mal auf eine andere Fährte bringen. Wie gesagt, das wird ja nicht umsonst erfunden, hat ja seinen Sinn, weil zum einen, es gibt ja nicht nur die professionellen Plattenproduktionen, sondern es gibt ja auch eben Hobbymusiker oder Leute, die aus Jux und Dollerei oder für eine Firmenfeier irgendein Lied singen, und dann merkt dann schon einer, du, der Klaus, das ist unerträglich. Ne? Also für solche Sachen, da ist es natürlich dann schon schön, wenn man so ein Korrektur-Plugin hat, wo dann mit ein paar Einstellungen eben die schlimmsten Misstöne einfach in einigermaßen Wohlklang überführen kann. Dagegen ist ja auch überhaupt nichts zu sagen. Dann ist es so, wie gesagt, das ist ein kreatives Stilmittel, kann das sein. Man kann damit hervorragende Effekte machen. Man muss die Stimme ja auch nicht nur immer klar lassen. Man kann die auch durch eine ganze Batterie von Echo und Hallräumen mit diesem Effekt versehen. Man kann Roboterstimmen damit machen. In der Filmmusik kann man ganz viel damit machen, also Effekte oder für Theater. Man kann damit natürlich auch dramaturgische Effekte machen. Was ich halt, wie gesagt, beklage, ist, dass das irgendwie zur Norm geworden ist bei, also hauptsächlich amerikanischen Mainstream-Produktionen. Und da wird auch nicht mehr nach der Methode vorgegangen, also diese Urfrage, die man sich eigentlich immer stellen muss als Tonmann, die kennst du auch. Brauche ich das jetzt? Ne? Brauche ich das jetzt? Und wenn ich es nicht brauche, dann benutze ich es auch nicht. Sondern das ist von Haus aus. Es muss durchs Autotuning. Und damit verändern sich auch Hörgewohnheiten. Und wir kommen da, das ist halt meine Kritik daran, immer in dieses Better-than-Live-Ding. Weil diese Leute haben natürlich dann auch immer ein großes Problem, das live zu bringen. Da ist dann vorbei. Wobei die Technik da auch große Fortschritte gemacht hat. Also heute gibt es auch Autotuning live. Ohne Probleme, wenn das richtig eben bedient wird, lässt sich das auch in der Live-Veranstaltung mit den vielen Nebengeräuschen, die man da so hat, relativ sicher bewerkstelligen. Antares sagt dir vielleicht was jetzt. Antares ist ein Hardware-Hersteller, da gibt es die 19 Zoll Rack-Einschübe. Shania Twain sagt dir bestimmt auch was. Die ist auch sehr bekannt für Autotuning. Und sie war sozusagen die Erste, die für Antares diese Hardware-Autotunings auf Tour gebracht hat. Und die findest du heute überall. Und für mich ist eine besondere Qual, weil ich bin ein Ohrenmensch und ich höre das halt sofort. Ich höre das sofort. Ich höre das also im ersten Wort, wenn Autotuning da drin ist. Weil es verändert eben nicht nur die Stimmung, sondern auch die sogenannten Formanten. Jetzt wollen wir nicht zu tief einsteigen, aber es verändert die Charakteristik der Stimme bis hin zur Unkenntlichkeit. Also bis dahin, dass eigentlich die Maschine singt und nicht der Mensch. Und das ist irgendwie aus meiner Sicht. Das war ja eigentlich so der Ansatz meiner Frage, also ob das jetzt Stimmen oder Gitarren sind. Ja, wenn ich natürlich so Laidback spiele oder irgendwelche Pickup-Geräusche bei der Gitarre oder ja, irgendwas, was wirklich den Sound charakteristisch macht, wenn ich das ausbügle und ganz clean mache, ist eigentlich so die ganze Charakteristik weg und man bügelt das quasi weg. Ja. Also da gehe ich vollkommen mit dir in eine Linie. Wenn ich das zur Ehrenrettung nur kurz anmerken darf. Also Gott sei Dank, Gitarre ist so ein Instrument, das kannst du gar nicht so gut durchs Autotuning schicken. Also spätestens bei Akkorden ist der Feierabend, bei einzelnen Tönen schon. Aber was ja bei Gitarren eher gemacht wird, ist eben, dass im Studio vorne, hinten und in der Mitte alles abgeschnitten wird und jemand nur zweimal die richtige Note spielt und die dann ausgeschnitten immer später wie in Puzzlesteinen eingesetzt wird.
Und das ist aber genauso schlimm wie Autotuning eben beim Gesang, weil es einfach die Menschlichkeit wegnimmt, diese Modulation, die ja das Aufregende irgendwo in der Musik ist. Mhm. Andere sehen das. Das hast du schön gesagt. Also wo es definitiv menschlich zugeht und wo auch keine Gitarrentöne ausgebügelt werden, zumindest nicht in der Art, dass man das exorbitant hört, ist ja dein YouTube-Kanal, die sogenannten Guitar-Demo-Series. Und ja. Da habe ich natürlich auch einen schönen kleinen Einspieler, damit wir mal alle wissen, wie viel Abonnenten hast du da gerade oder wie viel Views? Ja, jetzt, ich muss ja immer realistisch sein. Bin ja keine 20 und ich blond, habe das falsche Geschlecht. Aber für so einen Glatzkopf wie mich sind jetzt 11.000, sind es jetzt diese Woche geworden. Es geht bei mir immer so ganz langsam. Ich habe 11.000 Abonnenten auf YouTube. Und die sind auch relativ aktiv, also lebend, nicht nur als Zahl. Und das finde ich für mich schon ziemlich gut. Ja, das ist grandios. Also den ganzen Kanal kann man nur empfehlen, vor allen Dingen, wenn man Gitarre spielt. Und ich lasse mal kurz was laufen. Also man sieht schon, das ist jede Menge Sendungen sind da schon ins Land gegangen und diesen schönen Trailer hat dir ein Fan gemacht, ne? Genau. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt was die meisten würden jetzt denken, ich habe das gemacht, weil ich eitel bin oder so. Ganz im Gegenteil. Das ist irgendwie, das zieht sich wie so ein roter Faden durch mein musikalisches, durch meine musikalische Existenz. Irgendwie, irgendwann wache ich auf und plötzlich habe ich eine E-Mail oder irgendeine Message oder irgend so ein Klopf-Klopf, ne, auf Facebook von irgendjemandem, mit dem ich vorher noch keinen Kontakt hatte. Und dann gucke ich und dann ist da einer und der grüßt mich aus den Vereinigten Staaten von Amerika und sagt, kannst du mir deine, also fragt mich, kann ich ihm meine E-Mail-Adresse schicken? Er möchte mir gerne etwas schicken. Und da habe ich gesagt, was willst du mir denn schicken? Na ja, schick mir mal was. Habe ihm meine E-Mail-Adresse gegeben, 10 Minuten später macht es bling, plong in meiner Mailbox, ne, und dann habe ich das bekommen. Und später hat er mir dann gesagt, er fand meine Gitarrendemos einfach super, ist selber dadurch inspiriert worden, wieder mehr Gitarre zu spielen und wollte seine Dankbarkeit so zum Ausdruck bringen. Und das ist natürlich großartig. Also das sind so die Sachen, wo man sich dann sagt, genau dafür habe ich es gemacht. Weil das ist das Schönste, wenn du so ein Feedback von Leuten bekommst, die dir dann einfach sagen, du bist jetzt nicht nur irgend so ein eitler Gitarrero, sondern... ich habe da was gelernt oder ich habe für mich in meinem Gitarrenleben einen Fortschritt gemacht oder ich habe hier was gelernt, was mich schöner durch den Tag bringt. Ja, das ist so wie Applaus live, den wir ja im Moment leider auch nicht haben. Ja, leider. Aber es ist wirklich ein ganz tolles Geschenk und du hast ja ganz... Ich habe beides gemacht, das ist nur die eine Version, es gibt noch eine zweite. Ja, die habe ich auch schon gesehen. Jetzt muss man ja mal zusammenfassen, du stellst ja da nicht nur Gitarren vor und vor allen Dingen nicht nur ja so x-beliebige Gitarren, sondern du hast da Vintage-Gitarren, die es manchmal nicht so häufig gibt auf der Welt, also absolute Schätzchen und Raritäten, die du vorstellst und nicht nur über die Geschichte was sagst, sondern die natürlich dann auch spielst in deiner Sendung. Und die Backings, zu denen du spielst, die sind ja auch selbst gemacht im Studio, passend zum Genre, was du auch immer mit der Gitarre dann zeigen möchtest. Und das macht es eben so individuell und deshalb hast du wahrscheinlich auch die Fans. Wo bekommst du diese ganzen Gitarren her? Hast du die irgendwo zu Hause oder? Also wenn ich die zu Hause hätte, dann bräuchte ich wahrscheinlich einen Sicherheitsdienst und eine 10 Meter hohe Mauer um mich rum. Also ich stelle ja nicht nur Vintage-Gitarren vor, aber es hat sich halt so ergeben, dass es so gekommen ist. Und wenn ich so zurückblicke, das ist halt so typisch, so wie das Leben läuft. Und ich möchte das gleichzeitig mal so als Gelegenheit nutzen, um euch da draußen, die ihr Musik macht und im Moment euch denkt, was ist das, in was sind wir hier aufgewacht? Alles wird nicht mehr schlimmer, es kommt nichts Besseres mehr.
Also ich bin auch schon durch schwere Dinge in meinem Leben gegangen, möchte das jetzt nicht mit Corona vergleichen. Aber das mit diesen Gitarren ist eben genau sowas. Es war ein absolut zufälliges Treffen, was überhaupt nicht damit zu tun hatte, dass es um Gitarren ging. Bei jemandem, der mittlerweile einer meiner besten Freunde und Familienmitglied geworden ist. Es war einfach eine Verabredung, trinken wir mal ein Bier am Nachmittag. Und da bin ich da hingegangen, bin jetzt bemüht, es nicht so lang zu machen. Aber bin da hingegangen, wie gesagt, vollkommen ohne irgendwas anderes im Kopf. Einfach einen schönen Nachmittag, einfach ein Bierchen trinken. Hingegangen, Bierchen aufgemacht, stoppen aus der Flasche. Und dann haben wir da so vor uns hingebabbelt und was man da so macht in Hessen, in Frankfurt. Und ich sah eine sehr spezielle Gitarre dort auf dem Gitarrenständer stehen. Ich wusste ja, dass der Mann Musik macht, aber an diesem Tag stand eine ganz besondere Gitarre da. Und da habe ich gesagt, ich brauche noch ein zweites Bier, das verkrafte ich nicht, mein Blutdruck, ich verkrafte es einfach nicht. Es war also so eine wunderbare Vintage Les Paul. Und da habe ich spontan gesagt, sag mal, sowas muss doch ins Internet, habe ich dem gesagt. Da waren wir beide schon bedüdelt. Ne? Und hab gesagt, so eine Gitarre muss doch ins Internet, die kannst du doch nicht. Wo kommt die Gitarre her? Dann hat er mir erklärt, die ist sonst eingeschlossen, klimatisierter Raum und muss immer weg. Also für die Zuschauer hier, den muss das mal erklären. Also es sind Gitarren, da kann man sich auch mal einen AMG-Mercedes davon kaufen oder auch mal drei oder vier AMG-Mercedes davon kaufen oder zwei oder drei Lamborghinis für diese Gitarren, die sonst für normale Musiker absolut unerreichbar sind. Ja, und aus dieser Bierlaune heraus, da hat er dann einfach Ja gesagt und hat gesagt, du, ja klar, mach doch mal ein Video von der Gitarre. Und so war's. Am nächsten Tag bin ich natürlich übermotiviert sofort hin, angerufen, keine Ruhe mehr gelassen, du, wie sieht's denn aus, wie sieht's denn aus? Und er hat mir tatsächlich diese Gitarre gegeben, die immerhin auch, ich sag jetzt mal, eine Kategorie, also um die 100.000 Euro, wenn man die so in der Hand hält, drunter geht die nicht. Und die hat er mir auch einfach mitgegeben. Und dann bin ich ziemlich nervös mit meinem Auto durch Frankfurt gefahren, habe diese Gitarre für 100.000 Euro hinten drin und denke mir immer, jeder Fahrradfahrer, jeder LKW, jeder Müllwagen wird zum Problem. Versteht euch mal, nicht versichert, keine Kohle. Oh mein. Naja, und habe an diesem Tag dann mein erstes Vintage-Gitarren-Demo gedreht. Und dann hat sich natürlich auch nicht nur ein Vertrauensverhältnis natürlich auch entwickelt, weil ich habe die Gitarre wieder zurückgebracht und sie war nicht kaputt und sie ist auch nicht vom Ständer gefallen. Das sind alles so Sachen, was mir am Anfang ziemliche Probleme, ehrlich gesagt, gemacht hat. Stell dir vor, du hast jetzt, dir gibt jetzt irgendeiner so eine Meißner, oder ich sage jetzt mal China-Porzellan, irgend so ein 5000 Jahre altes Stück, ja, aus der Katakombe. Ja, und jetzt läufst du damit durchs Haus, bei jedem Schritt denkst du, nur nicht fallen lassen, weißt du, was ich meine? Naja, auf jeden Fall, jetzt, ja, das sind so, da denkt sich jeder dran. Auf jeden Fall, es entwickelte sich also ein Vertrauensverhältnis, entwickelte sich eine großartige Freundschaft, sowieso, die auch vorher schon bestand. Und wir hatten ja auch das gemeinsam, diese Liebe zu diesen alten Kulturgitarren, sage ich mal. Ne? Weil es gibt halt, jetzt sage ich jetzt wieder für die Zuschauer, die jetzt nicht so spezialisiert auf Gitarren sind, wir sind da so Fachidioten. Es gibt halt Gitarren, und das sind nicht viele, die aus der Anfangszeit des Rock'n'Roll stammen, 50er Jahre, 60er Jahre, da gibt es bestimmte Hersteller, zumeist amerikanische Hersteller, Gibson, Fender, da gibt es auch Rickenbacker, Epiphone und so weiter, Gretsch. Die sind halt sehr selten und sie sind Teil einer Musikkultur, die natürlich heute auch ja, durch eine modernere Musikkultur ersetzt worden ist. Und es hat sich ergeben, dass diese Gitarren nicht nur aufgrund ihres Klangs und ihrer unbestreitbaren Qualität auch heute natürlich gern gespielt werden, sondern der Wert hat sich halt entsprechend geändert und mittlerweile kaufen Hedgefonds, Versicherungen und irgendwelche Anlagegesellschaften auf Auktionen solche Gitarren, von denen es nicht viele gibt, auf. Ja, und dann verschwinden die einfach in irgendeinem Versicherungstresor. Das war eins meiner Hauptargumente bei dem Mann, wo ich da vorstellig war mit der ersten Gitarre, nachdem der mir dann mal das Zimmer aufgemacht hat, weil da standen dann mehr als zwei darum. Da habe ich wieder so einen Tag gehabt mit kurz Herzrhythmusstörungen und so weiter. Verstehst du, das ist wie der heilige Gral, ist endlich gefunden. Ne? Ich meine, ich habe als Kind, das brauche ich doch wirklich keine Gitarristen sagen, jeder Gitarrist, jeder Hand aufs Herz, träumt davon, mal eine echte 59er Sunburst zu spielen. Von diesen Gitarren gibt es eben keine 5000 Stück, auch keine 300 Stück. Ne? Es sind etwas mehr als 100.
Und die meisten davon kriegt nie jemand zu Gesicht, mal abgesehen von der preislichen Problematik. Die sind über alle Kontinente verstreut. Und naja, es entspannt sich. Ich muss die Kurve kriegen. Du musst mich unterbrechen, wenn ich neige gern zum Monologisieren. Aber es ist auch so schön, das Thema. Nee, ist nicht schlimm. Aber jetzt sag doch mal, du hast so 2010 hast du ja angefangen damit und hattest 5 Jahre nicht später. Nicht mit einer Vintage-Gitarre. Damals noch nicht, aber mit dem Kanal. Und du hattest 5 Jahre später schon die Million geknackt an Zuschauern. Genau. Ich habe zuerst mich mit Hunden versucht. Wir haben ja auch Hunde, ich bin Hundeliebhaber. Und irgendwann mal ein Polizeiauto gefilmt. Das war damals so die Zeit, in 2010 war es letztes auf YouTube. Aber dann die erste Vintage-Gitarre. Und auch da muss ich sagen, das ist nur mal so die Realität. Es ist natürlich auch ein Attraktionsfaktor. Also ich habe jetzt dieses Publikum nicht nur, weil ich der tolle Mike bin. Das hat sich ehrlich gesagt erfreulicherweise bei einem bestimmten Teil meiner Zuschauer über die Zeit entwickelt und mein musikalisches Ego ein bisschen gestreichelt. Aber ansonsten ist es natürlich knallhart betrachtet schon so. Auch wenn ich die Aufrufzahlen anschaue, sind natürlich immer die Gitarren, die andere auch also in ihren Träumen vor sich sehen. Es gibt auch Ausnahmen. Weil das Video mit meinen meisten Zugriffen, das hat zu dieser ersten Million dann beigetragen, das, meine Freunde, die ihr da zuschaut und heute eure Gitarre anguckt, war wieder genau so ein Ding. Ich weiß jetzt noch wie heute. Es war ein Sonntag und ich bin aufgestanden und dachte mir, was machst du heute? Ne? Gehst du Kieselsteine kicken? Also ein typischer Sonntag, wo man einfach nicht weiß, was man mit sich anfangen soll. Und bin hier in mein Studioumfeld gefahren und dachte mir, machst du mal neue Saiten auf die Gitarre. Und während ich neue Saiten auf die Gitarre gemacht habe und so ein bisschen rumpoliert habe, ist mir diese dämliche Idee gekommen, ich führe doch heute jetzt einfach mal vor, wie die Volumen und die Tonknöpfe an der Gitarre funktionieren. Eigentlich eine aberwitzige Idee, weil ich meine, jeder Gitarrist weiß, das ist der Volumenknopf, das ist der Tonknopf. Ich wusste jetzt, dass ich ein paar Tricks und Kniffe diesbezüglich sicherlich mitzuteilen habe. Und wie sich dann halt herausgestellt hat, sind die auch angenommen worden. Weil dieses Video, das ich an diesem Sonntag vollkommen ohne Plan mit einer Mülltüte im Hintergrund, weil ich habe noch nicht mal aufgepasst, als ich die Kamera aufgestellt habe, dass da irgendwie was da jetzt rumliegt, mit einer Mülltüte im Hintergrund. Dieses Video hat innerhalb kürzester Zeit also 200.000 Klicks genommen und ist jetzt praktisch, es ist kurz vor 700.000, und es ist de facto sowas wie ein, vollkommen ungewollt, sowas wie ein weltweites, global, ein weltweites Referenzvideo geworden, wie man an einer Gibson Les Paul Standard Volumen und Ton bedient. Das zeigen da auch die Likes und die Unmenge von Kommentaren, sind tausende von Kommentaren drunter. Und das ist auch so ein Video, das nicht tot zu kriegen. Also das kommt immer wieder hoch, immer wieder hoch. Also die Botschaft ist angekommen. Die erste Million kam letztendlich auch durch einen Zufall zustande. Das hat mit dieser Kombination zu tun gehabt. Die erste Vintage-Gitarre und das war eine Flying V, eine Gibson Flying V und dann dieses Ton, dieses Volumen-Ton-Video für die Les Paul. Das hat den Kanal dann so richtig angeschoben. Und wie das dann so ist, ist ja auch unbarmherzig heute in der digitalen Welt. Also es ist alles bei mir ohne monetären Einsatz, da ist nichts beworben, es gibt ja so YouTube-Partnerprogramme, so diese Influencer, die man heute kennt. Hand aufs Herz, das weißt du auch. Wer nach 5 Stunden 10 Millionen Klicks hat, das geht nicht von allein. Vor allem, wenn der den ersten Tag online ist, sondern die sind gekauft, das kann man machen. Da gibt es Marketinggesellschaften, die mit YouTube zusammenarbeiten. Aber, und dann ging das immer weiter. Und ja, wie du dann sagtest, die erste Million war dann bald erreicht. Und heute warte ich jetzt, es geht langsam bei mir, meinem Alter entsprechend, aber ich bin jetzt kurz vor 3 Millionen bei diesem Kanal. Ich habe ja noch andere Kanäle auf YouTube, aber bei diesem reinen Gitarren-Demo-Kanal bin ich jetzt, ich kann jetzt gerade nicht gucken, ich müsste mich sonst immer so umdrehen, weil ich kein Notebook verwende. Gucke mehr so in die Kamera. Aber es müssen 2. Ja, können natürlich die Zuschauer mal drauf gucken. Und sich, kann man gucken, aber es müssen 2,9 Millionen sein, so um den Dreh. Also es ist ja natürlich, wie gesagt, die Gitarren sind auf der einen Seite natürlich ein Zugpferd, aber du verrätst ja auch so ganz viele, kann man es so nennen, Studiogeheimnisse. Kann man schon so sagen, also du zeigst zum Beispiel, wie man Amp gut zum Klingen bringt und ich nehme an, das Video, was jetzt gerade angesprochen hast, da ging es halt drum, wenn ich einen Amp habe, der absolut auf Nullstellung
halt sehr neutral eingestellt ist, wie ich allein durch Bedienen der Lautstärke und der Klangregler an der Gitarre selbst den Sound beeinflussen kann und ja, den Anteil der Verzerrung. Das war für mich als Nicht-Gitarrist schon beeindruckend und ich denke, wenn das Gitarristen sich anschauen, da können die da halt jede Menge lernen. Ich denke, das ist auch durchaus ja, ein Grund für den Erfolg vom Kanal. Ich habe viel zu viel rausgelassen, weißt du, andere hätten da noch richtig ja. Geld gemacht. Ich natürlich nicht, weil es war genauso wie unser Interview jetzt, mehr oder weniger letztendlich improvisiert. Es ist einfach in diesem Moment entstanden. Das ist übrigens auch etwas, was mir sehr wichtig ist bei meinen Gitarrendemos, gehört einfach bei mir zum Konzept. Also es ist letztendlich auch meine Persönlichkeitsstruktur, es ist auch meine musikalische Kultivierung. Ich komme aus der Jam-Band-Szene, also nie Noten gelernt, aus der Musikschule nach 2 Unterrichtsstunden mit meinem Schlagzeug herausgeflogen. Untalentiert hat uns der Musiklehrer hinterhergerufen, wir durften nie wieder in die Musikschule. Und bei diesem Improvisieren ist mir einmal bei einem Video der Gedanke gekommen, jetzt erkläre ich doch mal, das war nicht geplant, jetzt erkläre ich mal, wie ich da an dem Amp diesen und diesen Sound bekomme. Und das habe ich dann auch sehr stiefmütterlich gemacht in diesem Video, habe aber mir dann, nachdem mir das klar geworden ist im Kopf, ist doch gar nicht so verkehrt, das nächste Video extra für einen Amp gemacht. Und da habe ich natürlich jetzt mittlerweile auch mehrere gemacht. Und eins der erfolgreicheren davon ist das mit meinen Live-Einstellungen, also wie man einen vernünftigen Sound auf der Bühne beim Soundcheck macht. Das ist sowas, wo viele, ich sag mal, unerfahrenere Gitarristen, die sind jetzt nicht zwingend jung sein, ihre berechtigten Probleme haben. Weil wenn du jetzt nicht jeden Tag auf Tour bist oder also viel Live-Auftritte gemacht hast, dann ist das immer so eine Sache. Für Gitarristen, die auch immer unter dem Verdacht stehen, viel zu laut zu sein, einen vernünftigen Sound auf der Bühne zu kriegen. Und das Video hat also auch innerhalb kürzester Zeit Zehntausende von Klicks gehabt, ist über die 100.000 gehüpft, was viel ist für sowas. Wenn da einer sitzt, so wie ich, mit einer Gitarre in der Hand und babbelt die ganze Zeit eine Viertelstunde lang vom Verstärker. Und das hat mich natürlich in der Folge ermutigt und ich habe dann auch weitere gemacht. Und ja. Da gibt es ja auch Infos zu... Da gibt es ja auch Infos zu Bestückungen, welche Röhren in diesen Geräten halt genau, drin sind. Wurde dann immer diffiziler und detaillierter. Hm? Also es geht schon sehr in die Tiefe. Ja. Und ja, wo wir jetzt gerade schon beim Thema Sound sind. Sound zieht sich ja auch durch dein musikalisches Leben. Ja, aber eine Sache hätte ich gerne noch zu den Gitarrendemos jetzt noch gesagt. Eine Sache ist mir wichtig. Weil es letztendlich auch eine Ermutigung wiederum für andere ist. Mach doch selbst sowas. Ja. Also dieses Improvisieren, dieses spontane Element, das ist in jedem meiner Gitarrenvideos. Für keines dieser Videos habe ich jemals ein Manuskript geschrieben, noch habe ich mir vorher irgendwie groß Gedanken gemacht. Nämlich ganz wichtig für mich ist, dass ich diese Gitarren, die ich ja auch immer nur sehr kurz habe, diese Vintage-Gitarren, also die habe ich ja nicht eine Woche, das geht ja gar nicht. Sondern die muss ich ja immer sofort zurückgeben. Das kannst du wahrscheinlich gar nicht planen. Die kommen dann auch mal so vollkommen unerwartet. Da muss man auch spontan sein. Ich habe ja schon Anrufe gehabt. Also das habe ich dir ein andermal am Telefon mal gesagt, wo wir mal gesprochen haben. Es ging ja so weit, dass mir Gitarren aus Amerika geschickt worden sind. Und eine, Achtung, aus Kolumbien, aus Bogota. Da hat mich einer angemeldet und gemeint, er hätte eine Gitarre, die wäre sehr speziell, eben so eine spezielle Les Paul, und ob er die mir, also er wird gern einfach mal, ob ich nicht ein Video mit seiner, das ist eben war wichtig, dass seine Gitarre mal vorgestellt wird, weil er kein guter Gitarrist war, wie sie später herausgestellt hat. Also wie er selber gesagt hat, er hat Liebe für Gitarren, aber es ist kein arrivierter Gitarrist. Da habe ich gesagt, ja, kein Problem, aber irgendwie bist du in Bogota, ne? Da habe ich gesagt, naja, gucken wir mal, irgendwann ist der Urlaub. 2 Tage später ist er mit dem Flugzeug gelandet. Ist extra wegen mir aus Bogota, Kolumbien, mit der Gitarre hergeflogen, hat ihn mir hingestellt und saß dann beim Demo, also so da hinten, dass man ihn nicht gesehen hat, und hat sich gefreut wie ein Honigkuchenpferdchen. Ne? Und eben, weil das auch so spontan war, war mir jetzt nur noch mal wichtig, weil das auch eine oft gestellte Frage unter meinen Videos ist und gerade in der heutigen Zeit, wo es mit Copyright, also mit Urheberrecht immer schlimmer wird, also nicht nur in Amerika, vor allem auch in der EU jetzt immer schlimmer wird, Videos werden gelöscht, Coverversionen immer schwieriger. Es reicht manchmal 5 Akkorde von irgendeinem bekannten Stück zu spielen, AC/DC, dein Video wird entmonetarisiert oder es wird gleich geblockt oder dein Kanal wird gesperrt. Deshalb
Die Playbacks, die ich mache, mache ich meistens an dem Tag, an dem ich dieses Gitarrenvideo drehe. Ich nehme also die Gitarre in die Hand, mache mir irgendein Metronom an oder spiele irgendwas und spiele dann, du weißt, wie das geht, wie das funktioniert, mit dem Keyboard ein kleines Schlagzeug dazu, eine kleine Basslinie und fertig ist mein Playback. Die sind immer spontan. Meistens an demselben Tag produziert wie das Video selbst. Bei anderen ist es eine Idee, die schon 2 Wochen alt war, die ich dann da ein bisschen aufbereitet habe. Und so kommt es dann auch, und ich glaube, das macht vielleicht auch so den Erfolg aus, weil ich frage mich manchmal auch, wie kommt das, dass die mich alle anklicken? Ne? Bin ja jetzt nicht gerade Robert Redford. Das ist halt dieses spontane Element. Und letztendlich lasse ich mich von diesen Gitarren inspirieren, und die Playbacks, die passen dann auch zu diesen Gitarren. Wenn du verstehst, was ich meine. Nee, ich kann das schon nachvollziehen. Also das mit der Energie, die da zustande kommt, zieht sich ja durch mein ganzes musikalisches Treiben eigentlich auch. Ja, also bei Jazz for Play stellen wir uns ja ins Studio, haben einen Gast, und dann wird in aller Kürze halt überlegt, wie können wir einen vorhandenen Titel halt komplett harmonisch verwursten und was Neues draus machen. Das ist ja auch so eine ganz spontane Sache. Das war ich, oder hier die Titelmelodie von Run Last Place, die habe ich ja einen Tag vorher noch gemacht, weil wie der Kanal gestartet ist hier, habe ich überlegt, ja Mist, jetzt hast du hier irgendwie eine Talksendung und hast keine Musik und kannst ja unmöglich jetzt Lizenzmusik hier kaufen, das kannst du nicht machen. Ja, aber das ist dann so eine ganz besondere Energie, und dann bist du voll drin und macht natürlich auch so ein bisschen Lampenfieber, oder? Ja. Das ist genau. Das ist, ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Also es prickelt. Du hast irgendwie nie so richtig. Es ist was anderes als schon so alles fix und fertig im Kopf und das dann nur noch so runterspielen. Das ist nicht dasselbe. Ja, definitiv nicht. Das macht's dann peppiger. Übrigens, ich müsste gerade mal kurz was trinken, das gibt mir die Gelegenheit. Übrigens, das ist nichts Schlimmes. Eistee. Nochmal auf die Seite zu gehen, weil. Da machen wir doch mal Großbild hier. Genau. Ja, nee, weil jetzt kommt was, da denkt er jetzt nicht dran. Weil wer hätte gedacht, ich gehe mal näher ans Mikrofon, wer hätte gedacht, dass ich in dem Laden sitze, also in dem Raum, in dem auch der Stefan Randa sein Studio hatte, bevor ich diesen Raum bezogen habe? Ja, ich habe ja überlegt. Ich habe ja überlegt, ob wir das heute hier tatsächlich irgendwie erwähnen sollen. Aber wenn du das jetzt schon sagst, ja. Da hat alles begonnen, da haben wir uns mehr oder weniger kennengelernt. Es ist verrückt, wie klein die Welt ist, letztendlich. Ne? Ja. Wir haben uns viele Jahre jetzt nicht wirklich aus den Augen verloren, aber du bist weggezogen. Jetzt nicht so weit weg, aber halt weg aus Frankfurt, und da haben wir uns nicht so oft gesehen. Und, ja, war eine schöne Zeit damals, ne? Und was hier schon alles abgelaufen ist. Da können wir ja gleich mal, guck mal, ich weiß noch damals. Ich wandle hier auf Randas Spuren. Ja, du warst ja damals direkt nebenan. Und ich weiß noch, du hast, das war Ende der 90er, ne? Du hattest die lauteren Monitore, da war ich immer neidisch. Das glaube ich nicht. Also auf jeden Fall, damals gab es diese Plattform MP3.com, gab es ja da ganz frisch. Und da weiß ich noch, das war damals noch nicht so bekannt, aber recht bald. Und du warst aber so jemand, der da gleich geguckt hat, da kann man Titel hochladen. Da gibt es auch verschiedene Gruppen für verschiedene Städte, für verschiedene Länder. Und das hatte keiner so richtig auf dem Schirm, aber du hast damals eigentlich so deine ersten Kontakte geknüpft, und jetzt nicht unbedingt in Frankfurt, sondern erzähl mal. Es war, wie so oft, meine Damen und Herren, ein unvorhersehbares Ereignis, und MP3.com war letztendlich, was ja damit anfing, dass ich diese Seite eingetippt habe, damals Internet 1998, wo man wartet ja immer auf jede Seite, die kommt, und da gab es ein Messageboard, ein Forum. Und bevor ich überhaupt dahin kam, irgendwo was Musik anzuklicken, was ewig gedauert hat zum Runterladen, erst einmal in schlechter Qualität, damals noch mit einer schlechten ISDN-Leitung, habe ich überall diese Musiker da aus aller Welt diskutieren sehen. Und für mich letztendlich, wenn ich zurückblicke, war MP3.com das Jahr 1998 ja praktisch mein wesentlichstes Ereignis musikalisch.
mit den Kontakten mit anderen Musikern eben auf der Welt, weil wir haben damals, wir nannten uns selbst immer Indie Revolution. Das Besondere damals war, es kamen Leute aus aller Welt auf diese eine Webseite, weil damals gab es eben noch nicht 500.000 andere, sondern es gab nur diese eine. Später gab es dann mal ein deutsches Pendant, das hieß B-Sonic. Kannst dich vielleicht auch noch dran erinnern. Das weiß ich auch noch. Das war dann aber erst 3 Jahre später und genauso spät kam dann mp3.de. Also das war alles viel später. mp3.com war damals die Seite. Da gab es noch eine andere, das war so richtig Untergrund, die hieß The Box. Also nicht The Box, sondern mit Z, The Box. Die hatten von Rose betrieben. Die war neben mp3.com noch so, ja, für so, ja, man konnte da noch so Nebenverabredungen treffen. Lange Rede, kurzer Sinn, auf mp3.com habe ich nicht nur die Sängerin meiner Band kennengelernt, die Kate Cassidy aus Schottland. Wenn sie zuschaut, hallo Kate, ich habe sie nämlich heute noch angerufen. Sie hat mich lange nicht gesehen. Sie sieht mich immer nur in meinen Videos, weil sie kann ja auch nicht kommen. Die Kate, die habe ich dort singen gehört, habe ein MP3 von ihr angeklickt und habe sofort gehört. Also das hat mich einfach angesprochen. Die Frau kann singen, das ist ja jenseits von Gut und Böse. Wie kann sowas auf irgendeiner Internetseite sein? Hat sich ja auch später herausgestellt, dass sie in Schottland jetzt auch nicht wirklich eine Unbekannte war. Die hat auch auf großen Festivals mit ihrer akustischen Gitarre gesungen und so weiter. Und ja, das war die Zeit. Da hast du jemanden angemeldet, wie die Kate, und einfach nur gesagt, hast du denn mal Lust, bei uns zu singen? Das ist die eine Sache. Die andere Sache waren die Online-Kollaborationen, die so viele geworden sind bei mir dann in der Folge, dass ich unmöglich die alle auf ein Blatt Papier runterschreiben könnte. Das müssten auch, kann ich gleich sagen, also weit jenseits der 100, also eher 200 Kollaborationen gewesen sein mit Musikern. Achtung, aus Schweden, also ganzer Planet. Ich sag mal, wo nicht? Grönland. Ich sag mal, wo nicht. Kamtschatka und Grönland, die nicht. Ansonsten bis Hongkong, ne, Bibi Chris, ja. Wenn Bibi Chris zuschaut, der habe ich den Link auch geschickt aus Hongkong, wunderbare Gitarristin und Sängerin. Mit Amerikanern, mit Keyboardern, mit Trommlern. Die Sache ging dann einfach so. Wir haben gesagt, einfach ein Posting gemacht auf dem Messageboard. Wohlgemerkt, es gab nur dieses eine. Da hat praktisch die ganze Welt drauf geguckt. Das ist der große Unterschied zu heute. Heute, das ist, wie gesagt, die Zeit ist knapp. Ich hätte einiges loszuwerden. Ja, heute verteilt sich das halt alles auf sehr viele Plattformen. Damals war das wirklich fragmentiert und natürlich, jetzt muss ich es doch einmal sagen, politisch versaut. Das kommt durch die Spaltung der Gesellschaft und das ist nicht nur bei uns so, das ist auch woanders. Das hat es damals alles nicht gegeben. Es ging einfach um Musik. Und wir haben das gemacht, wovon sie uns heute im Fernsehen die ganze Zeit erklären. Internationale Kontakte, Hautfarbe, überhaupt keine Rolle. Welche Sprache, keine Ahnung, mit Kopto, ohne Kopto, vollkommen egal, trommelt gut. Spielst du bei mir mal eine Percussion auf meinen Track? Ich schicke dir einen Gitarrentrack. Der Bassist aus Frankreich schickt ein anderes MP3 und der in England mixt es zusammen und so weiter und so fort. Ja, ich habe das ja damals mitgekriegt. Das war also regelrecht revolutionär, aus welchen Ecken da halt. Eine fantastische Zeit, wie gesagt, für mich die einschneidendste Zeit in meinem ganzen musikalischen Leben. Weil dort über diese Plattform habe ich all diese realen Musikfreundschaften geschlossen, die bis heute mehrheitlich noch bestehen. Mit Leuten, mit denen man dann auch später, was ja dann immer interessant ist, nach 20 Jahren, ne, die Vita, was da so ist. Mir fällt jetzt mal ganz spontan, das ist ganz wichtig, der Kai Eckhardt ein. Hallo Kai, aber ich denke, der schaut jetzt nicht zu, weil der wohnt in San Francisco. Aber der Kai Eckhardt ist nun mal also ein weltbekannter Bassist, also ein ganz hervorragender Bassist. Und über MP3 kommt und über Zufälle aus der Jugend, weil der nämlich eigentlich aus Deutschland kam und so weiter, hat sich es ergeben, dass wir dann später sogar Live-Tourneen zusammengespielt haben. Und sowas sehe ich heute in diesen fragmentierten Musikgruppen, wo eigentlich hauptsächlich nur irgendwelche dummen Jokes gemacht werden, sehe ich nicht. Wann habe ich das letzte Mal in so einer Musikgruppe auf Facebook oder anderswo eine Anbahnung von Kollaborationen gesehen? Eigentlich gar nicht. Ja, das ist auch was, was man halt so beobachtet, dass dieses Einzelkämpfertum, was heute eigentlich so... Ich habe gebucht über MP3 kommt für Live-Gigs, wo unser Schlagzeuger ausgefallen ist. Einfach eine Botschaft dazu, brauche eine Schlagzeuger nächste Woche Freitag, der Gig hier, Geld wie immer keins, aber ein bisschen für Benzin.
Und sofort hast du 3, 4 Meldungen, sofort hast du einen guten Schlagzeuger. Also das sind ja auch dann aus diesen rein audiomäßigen Zusammenarbeit, es sind ja dann auch Videoprojekte dann entstanden, wo das dann alles schon so in Richtung YouTube-Kanal sich schon angedeutet hat. Vielleicht magst du von Swape nochmal was erzählen. Ja genau, weil da gab es noch gar kein YouTube. Achtung, da gab es noch kein YouTube. Wann gab es YouTube, weißt du das, gerade auswendig? 2006. Ich habe eine Einladung bekommen von einem Kanadier, mir doch mal YouTube anzuschauen, habe ich geguckt. Und da war irgendwo, da gab es noch einen Member-Account, den gibt es ja, glaube ich, da heute. Ich wüsste nicht, wo ich da nachgucken soll, also wo man sehen kann, wie viele Nutzer es gibt auf YouTube. Ne? Also das war vielleicht 12.000. Als ich dahin kam, 2006, war der Member-Account bei 12.000. Also die ganze YouTube-Community. Das ist ja dann explodiert. Also diese Sache mit dem Suede-Video, das war mit Daniel Diorio aus Montreal und Mark Ewer aus Windsor, Ontario, also Kanada, die sich beide persönlich nicht kannten, also auch nur vom MP3-Com-Messageboard, von dem Forum. Wir haben uns halt virtuell angefreundet und das war jetzt wieder so ein Ding. Ne? Also wahrscheinlich an einem Montag früh aufgestanden. Und es war der Marc gewesen, da geht es eigentlich jetzt nicht darum, wer die erste Idee hatte, aber es war ungefähr so, dass ich eine Mail geschrieben habe und der Marc hat mir eine Mail geschrieben, wollen wir nicht ein Video, da müssen wir doch ein Video draus machen. Und so, das machen wir jetzt auch. Ne? Und dann kamen wir auf die Idee, weil damals, da gab es noch keine, also weit weg, noch keine Smartphones, das war noch nicht so einfach, um was zu filmen, brauchst du halt eine richtige Kamera und dann gab es da diese verschiedenen Fernsehnormen, dir ist das bekannt. PAL gegen NTSC, das ist nicht einfach damals gewesen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben das halt geschafft, dass der Marc irgendwo spazieren gegangen ist in Windsor, Ontario, was ja mehr, also so Mittelkanada, so Nord-Mittelkanada ist, während der Daniel dann in Montreal gefilmt hat und ich habe in Hofheim am Taunus gefilmt. Und wir haben dann das Material zusammengeführt für ein Stück, das wir vorher schon als Online-Kollaboration mit Hin- und Herschicken von MP3s ja fertig hatten und wo wir wussten, also das ist ziemlich erfolgreich, das klicken ganz schön viele Leute an, kam da auch in die Charts und haben dann einen Unfall produziert. Weil der Unfall war, da gab es dann später sogar Fernsehinterviews, da war ich dann auch drin, im kanadischen Fernsehen, nicht in Deutschland. Also wir können sagen, ohne zu lügen, wir drei, der Marc, der Daniel und ich, wir haben die erste transatlantische internationale Videokollaboration gemacht. Also nur durch Hin- und Herschicken von Dateien und verbunden mit dem Hinweis, dass niemand von uns bis dahin sich mal persönlich gesehen hat. Noch nicht mal am Telefon gesprochen. Alles nur über E-Mail und hin und her geschickt. Also das, was jetzt quasi zu Corona-Zeiten quasi jeder Musiker gemacht hat, wobei genau, die technischen Entwicklungen da auch so ein bisschen fortgeschritten sind heute. Ja. Ne, damals musste man das alles noch mit Klappe, mit Timecode machen und old genau. Way. Ja, genau. Und wenn du mich jetzt so fragst, würde ich sagen, meine Damen und Herren, ich kritisiere, dass ich, wann habe ich hier die letzte Kollaboration dieser Art gesehen? Gerade jetzt in Corona. Leute, was macht ihr? Ohne Kunst und Kultur wird still. Macht's doch einfach. Kostet heute noch nicht immer was mit dem Smartphone. Das ist, da gibt es sogar Apps dafür. Aber gut, es ist jetzt halt auch leider so, das muss man auch realistisch sehen. Das hat ja auch vorher schon angefangen. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Wir sind in so einer Zeit, wo du die Leute fast dazu prügeln musst, auf irgendeine eigene produzierte Musik zu klicken. Es ist natürlich auch ein Frustfaktor dabei, weil man hat schon die Erwartungshaltung, irgendwo ein bisschen Feedback zu kriegen im Sinne von, da sind 50 Klicks drauf. Ne? Also das ist ja so immer der Punkt. Du kannst mir wahrscheinlich zustimmen, übertreibe ich jetzt nicht. Also wenn ich weiß, 50 Leute haben es gesehen und haben sich gefreut, dann weiß ich, die Zeit war gut investiert. Da freue ich mich innerlich als Musiker. Wenn es überhaupt keine anklickt, dann war es einfach nur vertane Lebenszeit für mich. Und es ist halt sehr unwahrscheinlich in der heutigen Zeit, dass das dann irgendwie so ein Viral-Hit wird. Weil dazu sind die Majors zu groß, die grasen das alles schon ab im Internet. Und da sind wir wieder bei meiner Kritik. Aber ich möchte nicht zu ernst werden hier. Ja, halt ernst muss man nicht unbedingt werden. Also ich meine, Wegbereiter war dir definitiv. Wie hat sich jetzt so dein Ruf als Mann mit den guten Ohren
weiter kommuniziert. Weil das entstand natürlich auch durch die Produktion, ja, wo die Leute natürlich gesehen haben, das ist vernünftiges Zeug, was der Mike hier abliefert. Aber du hast ja nicht nur Live-Gigs gemischt, ja, sondern... Ach ja. Kannst du dich daran noch erinnern? Alte Bekannte, ja. Ja, ja. Ja, das ist Major, das ist Sony. Das kam aus diesem Studio hier. Ja. Und ich habe sogar mal geschafft auf die Dream Dance, wo ja immer, wo wir auch immer die, mit dem Andreas, du erinnerst dich, die Fernsehwerbung für gemacht haben, auch hier. Da habe ich sogar mal einen Track von mir reingeschmuggelt. Da war mal ein Mike Byrne Track mit drauf, als Bonus-Track. Ich wollte damit jetzt einfach nur mal so eine Hausnummer zeigen. Es ist nicht so, dass ich jetzt zum Mixen oder zum Ton gekommen bin wie die Jungfrau zum Kind. Wie gesagt, du hast mich ja schon ganz vorhin gefragt, das fing ja schon ganz früh an. Bei mir 15, 16 Jahre, das erste richtige Tonband und so richtig mit Mikrofon und so. Und ich war von meiner Vita sehr, wie sagt man, schuldistanziert. Also ich war der beste Schwänzer aller Zeiten. Da gibt es leider möglicherweise Zeugen, die gerade zuschauen, die das also bestätigen können. Statt in die Schule bin ich dann zum Beispiel ins Jutz in dem Übungsraum mit dem Schlagzeuger der M-Buff Band, der Mike Byrne Friends Band im Jaro. Naja, und wir haben da gelernt und man learning by doing. Und ich kam auch ganz früh schon mit 19 Jahren, da müsste so 19 oder 20 gewesen sein, kam ich schon sehr früh in Berührung durch Zufälle, wie das immer so ist im Leben. Irgendeinen triffst du und der sagt, komm doch mal da vorbei. Und plötzlich ist da einer auf einer Feier, der sagt, du, übermorgen haben wir da den David Hasselhoff im Waldstadion. So war das nämlich damals gewesen. Komm doch mal da vorbei, wir können dann ein Stagehand brauchen. Und dann bin ich dahin. Ist noch Zeit für die Geschichte? Ja, ist noch dran. David Hasselhoff sagt dir was. Waldstadion Frankfurt sagt dir auch was. Ich war Stagehand, das heißt, ich sollte eigentlich Kabel schmeißen oder irgendwie beim Umbauen, also die Stagebox, die Kabel neu rein. Beim Soundcheck war es dann so, dass der amerikanische Mixer von David Hasselhoff, der kam mit gefühlt 4,5 Promille den Turm nicht mehr hoch, war ja Open Air. Der war besoffen, aber total besoffen. Der Manager hat getobt, alles hat getobt. Und dann hat einer gesagt, können wir mal Soundcheck machen? Und dann hat einer zu mir gesagt, kannst du mal gerade den Kanal 8, also da, wo jetzt gerade irgendwo was ist, mal hochziehen, dass wir was hören. Dann hat der mir das gesagt hat, der dann diskutieren wollte, auch ein Amerikaner, der hat gemerkt, ich weiß sofort Bescheid. Und so kam es, dass ich die Show mit dem dann gemixt habe. Also ich war jetzt nun nicht der Mixer. Der war der Mixer, also der Ersatz. Aber der war selber nicht so sicher bei dem ganzen Programm und hat mich dann praktisch so als Assistent, ne, on the fly, jetzt heute, jetzt gleich, 20 Uhr Showtime. Naja, und wie das dann so ist, dann hinterlässt man die Telefonnummer und irgendwo wussten das dann die Leute, du, der kann das nicht, lange Rede, kurzer Sinn. Und ich habe es auch schon immer mit meiner eigenen Band immer selbst vom Rand gemischt, also immer das Mischpult auf der Bühne gehabt. Das kennen viele, glaube ich, die sich keinen eigenen Tonmann leisten konnten und so. Und wenn du das viele Jahre machst, da kriegst du Routine, gell? Und so kam das dann eigentlich. Also ich habe durch dieses selber Mixen mit meiner Band, weil ich immer der war, der das Mischpult hatte, und durch die Kontakte, diese zufälligen Kontakte in größere Veranstaltungskreise, so kam das, dass ich dann halt Anrufe bekommen habe. Und dann kannst du mal. Also du hast ja mit Thorsten de Winkel zum Beispiel gearbeitet. Das kam ja dann erst später, ja. Und ja, jetzt erzähl nochmal, weil das wollte ich jetzt auch nochmal von dir wissen. Vor kurzem kam ein Anruf aus Arizona. Das ist jetzt, ja, das ist immer so. Ich weiß auch nicht, die Anrufe kommen auch immer zur Unzeit. Meistens bin ich dann gerade am Essen oder ich habe meinen ersten Kaffee noch nicht getrunken. Wegen der Zeitverschiebung gibt es dann immer solche Sachen oder mitten in der Nacht. Ja, habe da einen Anruf bekommen und da ging es um ein Projekt von, wie sich dann später herausgestellt hat, sehr arrivierten Jazzmusikern, internationaler, also mit internationalem Profil. Und es ging also um ein Album, das ist komponiert, also alle Tracks sind komponiert von einem guten Freund von mir, den ich seit vielen Jahren kenne, ein hervorragender Pianospieler, so wie du, der Nenad, den kennst du glaube ich auch, Nenad Mandic aus Serbien.
der in Frankfurt wohnt, aber immer durch die Welt gegeistert ist. Und der hat eine schwedische Sängerin, das ist die Ingrid Hagelberg, ich glaube, die kennst du auch. Und die haben eben dieses Album aufgenommen und es wurde gesplittet aufgenommen in Kopenhagen, in Dänemark, mit Musikern vom dänischen Rundfunkorchester. Das ist Ole Kock Hansen am Piano, Lars Rasmussen am Kontrabass. Also das sind so Namen mit Donnerhall in der arrivierten Jazz-Szene. Also konservativer Jazz. Oder Kurt Riedel am Schlagzeug, der so mit so Leuten wie Toots Thielemans und so unterwegs gewesen ist. Und auch die andere Hälfte wurde eben in Arizona im Brick Road Studio aufgenommen. Und ja, ich habe dann diesen Anruf bekommen, wo es also kurz darum ging, es ist ein technisches Problem aufgetreten, an dem Techniker in beiden Studios im Mastering-Prozess verzweifeln. Also der Mastering-Prozess, das ist ja das, für Leute, die es nicht wissen, es sind immer verschiedene, also nicht immer, aber oft verschiedene Menschen an der Finalisierung eines Albums, das jetzt heute auch nicht mehr zwingend auf CD erscheint, aber meistens schon, aber eines Musikwerkes, was aus mehreren Stücken besteht, beteiligt. Also man hat üblicherweise einen Toningenieur, man hat vielleicht sogar zwei oder drei Toningenieure, einer ist nur für Schlagzeug, einer ist spezialisiert auf Stimme. Und ganz am Schluss hat man immer gern im Ablauf jemanden, der neutral ist, mit neutralen Ohren, der also nicht in dieser ganzen Produktion war, der mit neutralen Ohren das sogenannte Mastering macht, also sozusagen die letzte Politur, Pegelangleichung, Panorama, EQing und so weiter. Das ist alles so wie aus einem Guss klingt. Auf jeden Fall, genau bei diesem Prozess ist also ein technisches Problem aufgetreten. Und man hat mich angerufen, weil eben jemand gesagt hat, also wenn ihr es nicht wisst, ruft doch mal den Mike an in Frankfurt. Der hat immer irgendwie was zu erzählen. Vielleicht weiß der was. Naja, ich wusste es dann, war natürlich auch wieder ein Zufall, dass die mir ausgerechnet mit einem Problem kommen, was ich also selber schon kannte, Monate vorher. Es ging da um Sample-Rad-Konversionsprobleme. Das eine war irrsinnigerweise mit 96 kHz in 24-Bit-Tiefe aufgenommen, Sample-Frequenz-Bit-Tiefe, das andere 44.1 und da mit 32-Bit-Float. Und wenn die das zusammengeführt haben, gab es da immer sehr merkwürdige Klangproblematiken. Möchte ich jetzt nicht das zu tief kann sagen. Das kann sehr übel sein. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wurde angerufen, ich habe erklärt, ja, ich hätte vielleicht eine Idee und habe gesagt, schickt mir doch mal so eine von diesen Problemdateien und ich führe die mal zusammen und guck mal und schicke euch das zurück, dass ihr beurteilen könnt, ob ich das Problem verstanden habe. Und ich war dann so gemein und habe das nicht einfach nur so technisch bereinigt, sondern ich habe, weil ich dann gehört habe, Mensch, was ist denn das? Also ich bin ja jetzt nicht so ein Jazzer. Aber ich habe ein Ohr für feine Musik, beziehungsweise ich höre, wenn gute Musiker da, also das sind einfach sehr gut, sehr, sehr gut aufgenommene, professionell spielende Musiker gewesen. Das macht natürlich einfach Spaß, mit so einem Material zu arbeiten. Und habe deswegen einfach gleich mal einen Testmaster gemacht, ne? So wie ich so bin. Also nicht einfach nur das Problem gelöst, sondern gleich mal die Masterhouse-Marke gesetzt. Na, und am nächsten Tag, da kam dann der nächste Anruf und noch die E-Mail hinterher. Du masterst jetzt das ganze Album. Und so ist es auch gekommen. Deswegen kann ich sagen, wie die Jungfrau zum Kind bin ich jetzt also zu einem wirklich, für mich, ich sag, schönen Meilenstein in meinem musikalischen Leben, weil das hatte ich auch noch nicht. Vor allem, weil da war das Brick Road Studio in Scottsdale, Arizona beteiligt. Da gehst du mal auf die Webseite, kommt dir als erstes George Benson entgegen, weil der da wohnt und jeden Tag rein und rausläuft. Und das sind ja so Sachen, das kriegst du normalerweise so in Frankfurt und Niederrad und Bornheim nicht so einfach mit. Und da war ich natürlich dann auch sehr motiviert und kann sagen, also das Album heißt übrigens Love Has No Rules. Ich mache insofern gar keine Schleichwerbung. Das ist aber noch nicht veröffentlicht, ne? Eben, weil das erste ist im Moment, also jetzt ist das in Amerika, also die CD, in CDs in Amerika ausgeliefert. Und ich habe angekündigt bekommen, ab nächste Woche oder vielleicht erst ab 1. März gibt es dann die Links bei Amazon, Spotify und was weiß ich. Da kann man sich dann mal was anhören, wenn auf Jazz steht. Aber das ist also du bist ja hier auf dem Live verlinkt. Wenn man bei dir auf die Seite guckt, da kriegt man auf jeden Fall mit, wenn es dann veröffentlicht ist. Ich sehe hier gerade in den Kommentaren, hat noch jemand gefragt, wer nochmal die Sängerin war, die Ingrid Hagelberg. Ingrid Hagelberg ist aus Schweden, ist aber Wahlamerikanerin, also wohnt auch schon länger in Arizona. Ist ja auch keine 15 oder 20 Jahre alt, ist eine sehr solide Jazzsängerin.
die zumindest in Schweden einen guten Namen hat und auch in Amerika ihre Fans hat. Also ich habe reingehört, es klingt wirklich fantastisch. Wobei jetzt Jazz gar nicht mal so unbedingt dein Gebiet ist, was du vorzugsweise so auf dem Rechner hast, aber auch nicht unbedingt Rapmusik. Da gab es ja auch eine Produktion, die noch nicht so alt ist. Du bist durch alle Stilrichtungen unterwegs. Das wird jetzt langweilig, ne? Das wird jetzt langweilig, weil, meine Damen und Herren, ich lüge nicht. Es war wieder genau so. Ich sitze da, gucke aus dem Fenster und denke, was machst du denn heute? Und plötzlich klingelt das Telefon. Habe ich einen deutsch-französischen Rapper dran? Ich habe ein Album, kannst du das mastern? Da habe ich dann erst mal gesagt, oh, Rapper. Also ich kriege auch öfter mal so Anrufe oder E-Mails, wo ich dann froh gewesen wäre, meine Adresse wäre nicht im Internet zu finden gewesen. Und habe dann gesagt, naja, hör ich mir mal an, schick mir mal, ich helfe ja gern. Vor allem, ich habe ja selber zwei Kinder, also meine Tochter ist ja auch sehr musikalisch geworden. Also ich unterstütze ja auch gerne jüngere Menschen. Aber Rap ist jetzt so wirklich nicht mein tägliches Ding gewesen. Lange Rede, kurzer Sinn. Der hat mir dann ein paar Dateien geschickt und dann habe ich mir das angehört und habe also sofort gehört, ein Sample-Gewitter. Ne? Stefan, du weißt Bescheid, alles very hot. Keine Dynamik drin, es ist zum Haare raufen, Samples und so weiter. Naja, weil das halt heute so ist. Das sollen die jungen Leute auch machen. Die haben eine Sample-Bibliothek und da holen sich das runter. Aber mir ist sofort aufgefallen, dass der junge Mann, der da gerappt hat, dass das eine Qualität gehabt hat. Und vor allem die Texte eben nicht das, zum Teil auf Deutsch, zum Teil auf Englisch, zum Teil eben nicht das sind, was man sonst so mit Rap assoziiert. Also Whoop-Ass-Bitch und Oh-Yo und Klack-Klack-Bang-Bang. Ne? Sondern ganz im Gegenteil, ganz fein, sehr diffizil, sehr, sehr, sehr verwundbar. Das hat einen persönlichen Hintergrund, hat er mir dann alles erzählt, hat mit seiner Mutter zu tun, die viel zu früh gestorben ist. Und das fand ich dann einfach gut. Ich meine, du kannst das wahrscheinlich nachvollziehen. Wenn man jetzt so total genrefremd was bekommt, tut man sich natürlich schwer. Es ist nicht so das, wo das Herz brennt. Und das Herz muss immer brennen, auch beim Mixen oder beim Master. Ja. Wenn mir also etwas absolut musikalisch nicht zusagt, wenn ich dann so gucke, wie ich jetzt gucke, naja, so Master und mixe ich das dann auch. Wobei das eine schlechte professionelle Aussage ist, aber es ist die Wahrheit. Und das hat mir dann wiederum Spaß gemacht, als ich dann so durchgeblickt habe mit den Texten. Ich habe mich mehr mit den Texten dann befasst und habe dann auch wirklich also viel mehr Zeit reingesteckt, als ich dachte, weil ich mir dachte, ich möchte es für den gut machen, als ich dann auch seine Geschichte gehört habe. Und habe halt dafür gesorgt, dass diese Dynamikbefreitheit wieder in Dynamik überführt worden ist. Und das Album, das kann man anklicken, das nennt sich Liebesentzug. Und das findet man auf Spotify, auf Amazon, auf YouTube. Einfach den Namen Liebesentzug und der Künstler heißt, Lerosan, Lerosan. Naja, wie die Rapper so sind, ist nicht sein richtiger Name, sein richtiger Name ist Raphael. Aber die geben sich immer so Fantasienamen. Also. Ja, also auch da habe ich natürlich ordnungshalber und. Und das ist auch ganz frisch, also das ist jetzt erst seit einem Monat. Veröffentlicht. Ja, allerdings. Und wie gesagt, so sorgfältig wie ich bin, habe ich auch da reingehört. Man kann schon irgendwie deine Handschrift sehr gut durcherkennen im Sound. Durchaus very dynamisch geworden. Ja, jetzt könnte man natürlich auch noch von Vinylproduktionen aus Australien erzählen, aber dann würden wir wahrscheinlich heute überhaupt nicht mehr fertig. Was wir jetzt auf jeden Fall schon mal gehört haben, ist, dass der Mike wirklich ein Tausendsasser ist, der sich an alles ranwagt. Ja eben, no fear. Das no ist fear. Immer mit offenem Kopf, mit offenem Hirn, offenen Augen, offenem Herzen auf die Leute zu. Musik ist die universelle Sprache überhaupt. Das hast du sehr schön gesagt. Jetzt musst du mir noch mal sagen, also ich habe noch eine kleine Überraschung. Ich weiß nicht, ob du es weißt und die Zuschauer wissen es wahrscheinlich schon mal gar nicht. Bin ich schwanger? Ich habe einen Videoclip, habe ich hier noch, den ich gleich noch mal in voller Länge ausspiele. Und zwar so ein bisschen ein Schlüsselmoment aus den Anfängen in den 90er Jahren. Wie das damals mit dem... Du ahnst es schon? Ich ahne es schon.
Kerle. Jetzt muss ich noch mal rumgucken. Habt ihr denn noch Fragen an den Mike? Ich frage jetzt ganz einfach mal an unsere zahlreichen Zuschauer. Hier ist ja richtig was los. Ihr könnt gerne noch Fragen stellen. Ja, der Mike hat heute so ein bisschen Probleme, mich zu sehen, weil er guckt in die Kamera und sein Monitor steht irgendwie woanders. Ich habe kein Notebook. Hat wunderbar funktioniert soweit. Mal gucken. Ja, die Nummer ist gut, lese ich hier. Da hat wohl jemand auch schon mal reingehört. Okay. Aber du, während du da suchst, da könnte ich die Story, also eine Minute geht noch. Hau rein, das wollen wir jetzt noch wissen. Weil es auch wieder, es soll ein mutmachendes Beispiel sein. Es soll ein mutmachendes Beispiel sein in der Corona-Krise. Wobei das, was ich da jetzt zu erzählen habe, schon vor 2 Jahren anfing, also gerade vor der Krise. Aber es ist wieder so typisch. Es kam über meine YouTube-Videos. Ich bekomme auf YouTube einen Kommentar. Und da ist ein Link, klick doch mal da drauf. Und dann hin und her. Und so hat man sich dann in die E-Mail gefunden. Das war einer, der hieß Kevin Griffiths aus London. Produzent, hat er gesagt. Produzent. Naja, du Stefan, du kennst das. Gerade im Internet ist ja jeder Produzent. Da muss man immer vorsichtig sein. Na, was wird das werden? Lange Rede, kurzer Sinn. Der eröffnet mir dann, er ist da gerade an einer Trance- oder House-Produktion, irgendwas so aus dem elektronischen Tanzsektor. Das war schon wieder interessant für mich, weil ich vermute, dass das, was du da noch mit der Überraschung hast, dass das genauso was ist. Weil ich habe natürlich auch so eine elektronische Ader. Wir sind ja aus Frankfurt. Der Techno ist auch in Frankfurt erfunden worden, oder nicht? Naja, auch in Detroit. Aber. Und ich fand das halt schon immer sehr spannend, elektronische Musik mit der Gitarre zu mischen. Also eine richtige, echte Gitarre auf was Elektronisches zu spielen, um das eben zu vermenschlichen und auch, weil das klanglich interessant ist, zumindest für mich. Naja, und der kam mir dann in der E-Mail und meinte, er ist elektronischer Tanzmusikproduzent und ob ich ihm mal ein paar Gitarrentracks schicken könnte, irgendwas spielen. Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Eine E-Mail, er hat mir was zurückgeschickt. Das war praktisch nur ein Metronom und ganz nüchterne, ich würde sagen, so Ibiza-Lounge-Beat. Da war überhaupt noch nichts fertig. Es war ein ganz nüchterner, trockener, immer gleicher Beat. Und er sagte mir dann nur dazu, ich soll so ein bisschen so, hat mir so Videobeispiele geschickt, so in der Art, geschmacklich. Naja, ich habe mir das angehört und habe natürlich dann das nicht kopiert, sondern meine Dinger draufgespielt und habe ihm einfach so 4, 5, 6 Gitarrentracks zurückgeschickt. Ein Vierteljahr später klingelt es bei mir an der Tür und einer hält mir ein Paket in die Hand. Da stand da mein Name drauf, weil der wollte auch meine Adresse zwischenzeitlich. Lange Rede, kurzer Sinn. Es hat sich herausgestellt, der Mann ist der Labelinhaber von Jura Records, hat mich gefoppt, weil er nicht in London ist, sondern in Sydney in Australien. Und der hat ein Album produziert mit Len Leise oder Len Lees. Vielleicht kennen, ich weiß nicht, wer, aber Achtung, das sind Leute mit Gewicht, weil das sind die amtlichen ja, Lounge-Track-House-Produzenten in England und also allerdings, für den englischen und australischen Markt. Vice Magazine rauf und runter, Rezensionen rauf und runter und plötzlich hielt ich Vinyl in der Hand. Dann haben die aus diesem einen Beat meine Gitarre genommen und haben ein ganzes Album mit meinen Gitarren-Samples gemacht. Und das ist wirklich der Sommer-Hit 2019 gewesen, zumindest in Australien. Also schön zu wissen, dass junge Leute in bunten Clubs, wo sie mich nicht mehr reinlassen, auf meine Gitarren tanzen. Das war einfach fantastisch. Und dann letztes Jahr das zweite Album, das habe ich auch schon. Und ich habe die Tracks eingespielt. Jetzt mitten in der Corona-Krise kam er auch für ein drittes Album. Was heißt Album? Das sind immer 6 Nummern, also A, B-Seite jeweils mit 3 Nummern, wie das so ist. Bei House, die werden dann immer auf 10 Minuten gestreckt, dass man die gut mischen kann. Und das war auch eine tolle Sache. Und das kam auch von jetzt auf gleich. Also jede Wahnsinn. Chance, jede E-Mail muss man nutzen. Man weiß nie, was dahinter steckt. Ne? Weil Musiker sind interessante Leute. Manchmal foppen sie sich auch. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Also das haben wir jetzt wirklich gesehen. Ja. Hammermäßig. Ja, wir haben ganz ordentlich die Sendezeit gesprengt. Aber ich glaube, jede Minute war es wert. Die Storys vom Mike, die sind einfach, ja, da kann man stundenlang zuhören. Ja, ich hoffe, es ist unterhaltsam gewesen. Mike, ich fand's super unterhaltsam, super interessant.
Und ich habe mich für die Einladung zu bedanken. Das ist ja, gerne. So. Jederzeit wieder. Was hast du jetzt gemacht? Wieder Kieselsteine gekickt. Ich wünsche dir auf jeden Fall, ich wünsche dir auf jeden Fall hier ein Schätzchen wieder. Das muss natürlich. Das hast du da immer stehen, griffbereit. So, immer griffbereit. So kenne ich dich. Das ist wie bei anderen Leuten, die Schokoplätzchen. Bei mir muss immer eine Gitarre im Ständer stehen. Mike, bevor ich jetzt hier eine Rarität aus den 90er Jahren noch hier in voller Länge ausspiele, zum Schluss. Oh. Das ist die Rarität, ich weiß es jetzt nicht, aber es wird die von 1998 sein. Ja. Dann immer daran denken, dass das, was man da sieht, von 1998. Das ist von 1998 und ich würde sagen, von den Videotrick-Effekten damals eigentlich schon bahnbrechend. Das war top-notch damals. Ein wichtiger Hinweis, die Grafiken dort sind von Andreas Matzke. Wollte ich gerade sagen, den erwähnen wir auch nochmal. Der ist dann später auch ganz weit vorne in der Industrie. Also den hat man auch woanders gesehen. Genau, das eben gerade die Dreamdance-Sampler von Sony. Genau, das war für die damalige Zeit sehr weit, sehr weit. Robert Miles, Down Low, kann ich mich noch erinnern. Ja. Genau. Ja, das werden wir, wie gesagt, jetzt gleich noch sehen. Das ist nämlich ein Video, ja, mit Animationen und mit Mitarbeitern, wenn man so will, aus unserem Studiogebäude damals. Genau, inklusive dem Hausmeister. Ne? Ja, genau. Da, also die Schauspieler waren nicht teuer und hatten einen Riesenspaß. Von dem Haus hier. Ne? Also, da wünsche ich natürlich jetzt nochmal einen Riesenspaß damit und sag dir ganz lieben Dank fürs Kommen. Viel Erfolg weiterhin mit deinem Gitarrenkanal und mit allem, was du tust. Wir bleiben in Kontakt und euch wünsche ich jetzt allen noch viel Spaß mit Starship Bobota, einem Video, das damals 1998 entstanden ist, natürlich aus der Hand von Mike. Ja. Lieben Dank fürs Kommen, allen, die dabei waren, herzlichen Dank. Bis heute. Und bis zum nächsten Samstag. Tschüss. Ja, ciao. Starship Bobota.
Thank you.